Denn Machine Learning Builder, das Tool für Visual Studio, gibt schon ein bisschen länger, aber jetzt gibt es eine neue Private Preview. Und Private deswegen, weil man die nicht einfach so machen kann, dann muss man sich bei Microsoft registrieren und ich habe die Möglichkeit bekommen, das mal auszuprobieren. Nein, das Video ist nicht gesponsert, aber ich habe es ausprobiert und ich werde es noch weiter probieren, weil ich das Thema eigentlich cool finde und richtig geil finde. Denn das, worum es hier geht, ist AutoML, also maschinelles Lernen am Ende der Fahnenstange. Wir müssen nichts mehr wissen, sondern Machine Learning macht alles für uns. Das ist es, was das Thema so richtig sexy macht. Indem wir einfach Visual Studio oder dein Tool überlassen, was ist das perfekte Machine Learning Model, mit welchem Parameter wird es gefüttert, wie sieht denn das aus und wir müssen gar nichts wissen und bekommen am Ende des Tages eine KI raus. Und diesmal möchte ich es probieren oder gleich beim ersten Mal installieren und dann probieren mit einem Thema, nämlich der Bildklassifizierung. Spielen wir noch ein bisschen Schere, Stein, Papier. Ich habe hier mal ein neues Projekt gemacht, einfach eine Konsolenanwendung und dann wollen wir gleich starten. Wir sagen Add New und hier gibt es Machine Learning. Also das gibt es auch vorher ohne der Preview, aber Machine Learning. Das coole heiße Thema und was jetzt ein bisschen neu ist, hier gibt es eine mbconfig-Datei. Das heißt, das wird die Konfiguration, die wir hier dann entsprechend haben, die wir konfigurieren können. Und hier ist diese ModelBuilder-Config. Ja, was das Ding hier macht, es fragt uns nach einem Szenario. Was wollen wir gerne haben? Also wollen wir eine Art Textklassifizierung machen in zwei oder mehreren Kategorien? Also der Klassik ist hier die Sentiment Analysis, wo es darum geht, ist ein Tweet positiv oder negativ? Aber auch andere Sachen gehen hier. Zum Beispiel Analyse, ob, keine Ahnung, ja, ich habe was mit, ist ein bestimmter Traffic von einem Provider oder nicht? Oder von einem Unternehmen? Ist was Ähnliches. Also immer wenn wir einen Text als Basis haben und dann eine Klassifizierung machen wollen in zwei oder mehr Klassen. Eine Preisvorhersage, eine Bildklassifizierung, die wollen wir uns gleich anschauen. Eine Recommendation, also was würdest du gerne machen oder eine Objekterkennung. Die muss ich mir definitiv auch noch anschauen, wobei hier geht es nur mit Azure ML. So, dann gibt es Limited Scenarios, mal schauen, was das dann heißt, ja. Anomaly Detection, Forecast, also Vorhersage und Clustering. Bei Clustering gibt es ja auch diverse Varianten und Algorithmen, die das machen können. So, spannend ist für uns Folgendes, das ist LocalML, also lokal bei mir am Rechner, auf der CPU oder auch auf der GPU, zumindest hätte ich das jetzt mal installiert, mal schauen, ob es dann auch geht. GPU ist ja nicht immer so einfach, aber wer mal mit TensorFlow gearbeitet hat, der weiß das vermutlich auch. Gut, also wir wollen mal machen, also lokal auf jeden Fall, das geht mit Local und Asia, Recommendation wird nur so gehen, aber wir machen mal das hier. Und ja, Select Training Environment, also er sagt mir lokal, ja, mit meiner CPU, eine schon etwas ältere CPU mit etwas älteren 32 GB RAM, wie auf 33 kommt, keine Ahnung. Gut, dann gibt es hier auch Local GPU. Ich habe zumindest das Package installiert und ja, die Grafikkarte, mein Rechner ist schon etwas älter, man kennt es. Und jetzt sagt er mir, GPU Extension installed ist ein X, wobei ich das eigentlich hätte. Ja, ist ja auch noch eine Preview, ne? Also Model Builder, Preview Private, schauen wir hier mal rein, hier gibt es Preview GPU Support. Ist ein Hackerl drin, na gut, vielleicht muss ich rebooten, wie auch immer, ja. CUDA-kompatibel hätte ich und whatever. Gut, und hier könnte ich auch in Azure das trainieren lassen. Azure ML Studio ist übrigens auch genial, ja, muss ein bisschen mehr wissen wie hier, aber es ist genial wenig, ja. So, okay, also lokal auf der CPU. Jetzt wähle ich aus meinen Ordner, wo meine Datensätze sind. Und das ist jetzt so gemacht. Das ist ein Supervised Learning Algorithmus offensichtlich. Wie soll es sonst auch sein? Und zwar Label, Image, Image, Image. Das heißt, wir wollen Schere, Stein, Papier. Wir werden einen Ordner haben, der heißt Schere.
da sind die Scherenbilder drin. Wir werden einen Ordner haben, der ist Stein und da sind die Steinbilder drin und einen Ordner, der wird heißen Papier und da sind die Papierbilder drin. So, den suche ich jetzt mal. Also bevor ich zum Ordner komme, den Datensatz habe ich von hier. Ja. Der hat im Jahr 2020 im März knapp 2900 Bilder von diversen Handstellungen veröffentlicht mit CC BY Lizenz. Ja, die Bilder sind 300x300 Pixel groß, 24 Bit Farbtiefe, also RGB in drei Farbkanälen. Ja, das gibt es dann hier mehrere Varianten und mehrere Bilder. Ja, for commercial or non-commercial, bla bla bla, ja, CC BY Lizenz, also demnach sollte ich hier hoffentlich dem auch Genüge getan haben. Aber sehen wir uns mal an, wie das Ordner, ja, das ist genau das, was wir brauchen, das ist dann der Pfad, den wir brauchen, ja, und hier Paper, hier sind die Bilder, die für Papier gültig sein sollen, das sind die Trainingsdatensätze, die ich hier habe. Ja, ich bilde mir ein, wir haben die Finger eigentlich immer geschlossen gehabt, aber wie auch immer, ja. Unterschiedliche Bilder mit unterschiedlicher Hautfarbe, damit die Hautfarbe nicht das Problem darstellt oder die Variante darstellt, nachdem der Machine Learning Algorithmus entscheidet. Hier sind dann die für Stein die Bilder, die Trainingsbilder, alle in der Dimension 300x300x3, also mit 3 Farbtiefe, also RGB und dann noch 24-Bit Farbtiefe, also mit 8-Bit pro Farbkanal. Und das wären die Bilder für Schere. Also wir haben hier 840 je Kategorie, 840 Bilder je Kategorie und dann haben wir noch einen zweiten Ordner, das ist der Testordner und in diesem Testordner sind ebenfalls wieder einige Bilder und zwar 124 vorhanden, mit denen wir dann unsere Machine Learning testen können. Diese Testbilder hat der Algorithmus vorher nicht gesehen, also das ist mal wichtig. Das heißt, diese Testbilder, die wir hier haben, sind wirklich nur für einen Test, um zu prüfen, ob der Machine Learning Algorithmus auch wirklich gut gelernt hat und nicht nur auswendig gelernt hat. Das würde dann Overfitting bedeuten. Ich habe den Ordner jetzt hier ausgewählt. Ich sehe hier auch Data Preview, wo er mir ein paar Bilder von den unterschiedlichen Kategorien anzeigt. Ja, richtig schön. Ich sehe hier die Ordnerstruktur sozusagen, wo die drinnen sind. Also ich hatte einen Ordner Paper, Rock und Scissors, überall 840 Elemente drin. Wunderbar, schöne Usability, muss ich sagen. Next und jetzt. Ja, können wir uns noch die Summary anschauen. Ja, ich mache es lokal auf der CPU. Shame on me, aber es hilft mal nicht. Und dann Start Training. Und dann beginnt das große Warten. Also, er macht hier mal. Ja, und jetzt hat er hier im Output die unterschiedlichen Varianten und Sachen, die er da so macht. Wie, was er macht. Phase, Bottleneck, Computation. Train Image Index YPIE 840x4 und man sieht, wie langsam die Images hinaufzählen. Ja, das ist das Schicksal der CPU statt der GPU, würde ich jetzt mal sagen. Da habe ich ungefähr ansonsten die Faktor 20 an Performance, schätze ich jetzt mal. Und das ist natürlich von CPU und GPU stark abhängig. Aber gut, schauen wir mal. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Da gibt es wohl sowas wie ein Fast Forward.
Also das Training ist endlich abgeschlossen. Es hat gedauert 4400 Sekunden, also etwas mehr als eine Stunde, gut etwas mehr. Und naja, was war das Ergebnis? Die Accuracy haben wir von ungefähr 99,92%, aber Achtung, das ist nur der Trainingsdatensatz, das sagt mal noch gar nichts aus. Wir wollen erstmal evaluieren. Ja, Multiclass Classifier Source hat er geprüft und was weiß ich was alles. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, was ist das Ergebnis da in diesem Bereich. Okay, er hat ohnehin nur ein Modell überprüft, normalerweise oder häufig. In anderen Varianten überprüft er auch mehrere Modelle, mehrere unterschiedliche Machine Learning Models und macht dann nur Feintuning von den besten sozusagen. Aber möglicherweise aufgrund der Bilder und weil ich es auf der CPU trainiert habe, ist es vielleicht doch nicht das. So, das Modell, das er geprüft hat, ist ein DNN, ein Deep Neuronal Network mit ResNet 50. Ja, irgendwie so eine Kombination. Und er hat uns jetzt generiert ein Model One Consumption und ein Training CS. Und die sehen wir hier auch. Ja. Und da gibt es ja ein Trainingsfile, da ist sozusagen die ganze Pipeline und was weiß ich. Und dann hier die Consumption, wo er das Model lädt. Wir haben hier ein ZIP-Datei bekommen, das hat gut 97 MB, habe ich gesehen. Diese ZIP-Datei beinhaltet nun das trainierte Model. Und jetzt können wir hier mit dem Input Model ein Predict machen. Das heißt, wir können hier ein Bild, wie auch immer das dann aussieht, reingeben und dann sagen lassen, okay, was ist das Ergebnis? Wie sieht so ein Model Output aus? Wir bekommen ein Prediction, einen String, also haben wir Schere, Stein oder Papier und wir bekommen einen Score. Wie sicher ist er sich denn für diese Prediction? Gut, aber zurück zum Bilder. Train again machen wir jetzt nicht, das dauert doch etwas zu lange. Und jetzt sagen wir mal Next Step und so Try Your Model. Browse for an Image. Ja, das machen wir jetzt mal. Wir haben hier einiges an Trainingsdatensätzen, also Evaluierungsdatensätzen, dass wir alles, ja, Varianten, wo wir ein Paper testen können. Das wäre die Varianten für Rock, die wir hier in diesem Datensatz drin haben. Und hier hätten wir auch noch die Schere. Das sind jetzt alles Datensätze, die das Netz noch nicht gesehen hat. Ja, und die wollen wir jetzt zur Evaluierung mal verwenden. Wie sieht's aus? Er arbeitet und sagt, er ist sich zu 100% sicher, das ist eine Schere. Noch ein Bild. Und er denkt drüber nach und er denkt drüber nach und er ist sich vermutlich ziemlich sicher, das sollte ein Stein sein. Ja, Rock, 100%. So wichtig bei den Machine Learning Sachen ist auch immer, unterschiedliche Hautfarben und Hauttypen zu haben, um hier nicht irgendwie ein Machine Learning Model zu generieren, das entsprechend diskriminiert. Schön wäre natürlich auch unterschiedliche Hintergründe etc. Diesmal Paper, die CPU oder der Lüfter geht glatt ziemlich hoch. Das wird man nachher im Video vermutlich auch ordentlich hören. Gut, also bei dem Training ist er sich sehr sicher. Nun kommen wir zum, wir waren bei Evaluate, Next Step, wir kommen zu Consume. Your model is ready to use. Ja, das ist der Code, den brauchen wir, um das einfach nur mal zu testen. Und ja, sollen wir ein Sample Project machen, fragt er mich. Ein Console App, .NET Core Console App, that makes your model to make predictions. Das haben wir eigentlich schon. Aber machen wir mal, machen wir mal, machen wir mal. Schauen wir mal, was er jetzt baut. Ja, wir haben hier die Solution, wir haben jetzt wieder eine Console App, wir haben ein Program CSS, ah, da hat er gleich einige Sachen herin. Ja, nice. Nice, nice. So, next step, was sagt er? Deploy your model and improve your model. Check out the docs and learn how to improve your model's performance.
Ganz spannend und auch das Deploy ist spannend. Na gut, mal sehen, mal testen, was wir hier noch machen wollen können. So, wieder zurück, starten wir mal. Wir machen mal das, was wir uns generieren lassen haben als Startprojekt. So, ich habe mir hier eine Konstante mit dem Standardordner gemacht, wo denn jetzt die einzelnen Unterordner drinnen sind. Und jetzt wollen wir mal testen in diesem Trainingsset, wie gut dieses Model ist, das ihr gewählt habt. Also, wir haben ja genau überhaupt nichts gemacht. Wir haben einfach nur gesagt, hier ist ein Ordner mit Daten, mach, ja, und klassifizieren. Und jetzt schauen wir mal, wie gut hat er das gemacht. Dazu laden wir uns erstmal alle Subfolder und machen ein Directory Info. Dir Info ist gleich New Directory Info mit dem Root Folder. Dann holen wir uns die Subfolder raus und sagen for each var item in dir Info. Nein, Directory, get Directories. So, das ist jetzt die Category sozusagen, Category dir. Und dann machen wir mal Folgendes. Wir sagen hier, wir haben jetzt einen Ordner. Und wir wollen jetzt diesen durchgehen und sagen for each var file in category dir.getFiles. Jetzt haben wir jede einzelne Datei, die wir auch predicten wollen. Und wir haben hier die Image Source, jetzt nicht hier irgendeinen konstanten Pfad, sondern eben Pfeil.fullname. So, und dann bekommen wir halt jetzt hier das Prediction Result und jetzt sagen wir noch if Prediction Result Punkt Prediction gleich dem Ordnernamen, ja, dann haben wir was gefunden. So, end count ist gleich 0, end correct ist gleich 0 und dann machen wir correct plus plus und hier machen wir Count plus plus und zählen hier einfach mit. Und wenn er fertig ist, gehen wir raus, console_write_line und sagen, okay, in der Category Directory .name, also die Kategorie geprüft, Count korrekt. Ja, können wir noch die Accuracy kurz berechnen, indem wir sagen, okay, das ist korrekt mal 100.0 durch Count. Dann bekommen wir das in Prozent raus. Geschwungene Klammer, Prozent. Und dann machen wir das Ganze noch so in Klammer und sagen, das hätten wir gerne etwas Bing ToString im Format 0.00. So, dann können wir das natürlich auch mit einer etwas netteren Syntax machen, mit Doppelpunkt 000 haben wir eine kleine nette Syntaxerweiterung von der letzten C-Sharp-Version. So, dann geben wir hier mal ein paar Sachen weg, die wir nicht mehr brauchen. Console Read Key. Gut, mal schauen. Haben wir das Starterprojekt? Haben wir. Wir starten mal an und schauen mal, wie es ihm geht. Es kompiliert. Na. Ja, die neueste Preview-Version und es kommt was. Es kommt was. Es kommt was. Okay, interessant. TensorFlow-Compiler. Pause. Er steht im Predict. Ich sag mal F10, 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 F10. Ja, er macht was. Also, er läuft. Die Prediction dauert einfach nur ein bisschen. Pro Bild. Die Bilder haben ja ungefähr 300 mal 300 Pixel, 300 mal 300 Pixel mal drei Kanäle, rot, grün, blau. Das sind schon ein paar Pixel. Ja, das sind ungefähr
90.000 pro Bild oder so. Also lassen wir ihm ein bisschen Zeit. Zumindest ein klein wenig. Ich glaube, ich spule mal vor. Also 324 ungefähr. 372 Dateien, die er zu prüfen hat. Ja, ein Counter wäre wohl nicht schlecht gewesen. Dann müssen wir jetzt nicht warten. Dann würden wir, also warten müssen wir auch, aber wir würden zumindest sehen, wie weit sind wir denn schon. Oder eben auch nicht. Während eine Accuracy von über 99% bei den Trainingsdatensätzen war, sieht man hier schon mal, dass beim Papier die Erkennung nur 33% war. Also 41 von 124 waren nur korrekt. Die anderen hat er recht gut erkannt, aber in diesem Bereich hat er doch so manche Fehler gemacht. Ja, das sind jetzt die Evaluierungsdatensätze, das sind die Datensätze, die er im Training nicht gesehen hat. Die beschreiben uns in Wahrheit wirklich, wie gut ein KI-Modell ist. Denn das im Training hat es ja gesehen. Eine KI soll ja auch dann funktionieren und richtig funktionieren, wenn es Daten sind, die es bisher noch nie gesehen hat. Ja, und hier sieht man, Roxas, das hat er recht gut erkannt, die Paper hat er noch nicht so gut erkannt. Also hier wäre jetzt eine Variante, wo wir sagen, okay, wie können wir das entsprechend tunen, verbessern, wie laufen das jetzt? Aber soweit mal der erste Blick. Mit dem ersten Sample, wo es gleich um Bildkategorisierungen geht, mit dem neuen Private Preview, wie es Microsoft so schön genannt hat, muss man sich registrieren, damit man da überhaupt mitmachen darf. Und ja, das Ergebnis ist schon super toll, denn ich habe ja ich habe nichts gemacht. Ich habe nur gesagt, was war sozusagen mein Szenario? Habe gesagt, okay, Bildklassifizierung, das kann ich in Azure oder lokal machen. Ich habe es mal lokal gemacht. Habe mein Environment verwendet, warum die GPU jetzt noch nicht geht. Vielleicht muss ich ja schon neues starten oder wie auch immer. Unabhängig davon ist meine GPU nicht mehr die allerneueste, so wie mein Rechner allgemein. Naja, ich habe dann nur die Daten ausgewählt in diesem Format mit, die Images sind in entsprechenden Ordner drinnen und dann habe ich gesagt Train und dann habe ich mal eine Stunde gewartet. Ich muss hierbei nichts vom Machine Learning können oder wissen und zwar überhaupt nicht. Ich kann es dann ein bisschen probieren, ich kann es konsumieren, ich bekomme den fertigen Code, den fertigen Code-Sample, die fertigen Modelle, das also alles von diesen Machine Learning-Bilder, eine coole Sache, wie ich finde. Und ich werde mir sicher noch einige Beispiele anschauen oder Beispiele machen, selbst machen, nicht nur die Standard von Microsoft oder so, sondern irgendwelche Daten, die ich für spannend finde. Und dann mal schauen, wie es denn mit dem Thema so geht. Falls ihr übrigens mehr über Machine Learning wissen wollt, sei es über Tools wie Machine Learning in Asia oder auch über Google Colab, beziehungsweise die ganzen Algorithmen und Datenstrukturen, die es da gibt, also das neuronale Netz, Support Vector Machines, whatever, dann lasst es mich wissen, dass ich, möglicherweise mache ich dann eine Serie zu dem Thema. Schreibt es einfach in die Kommentare, damit ich weiß, was für euch interessant ist. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.